Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Weißenthal. Und ich bin wieder heute am Start. Wir präparieren hier immer noch die schwarze Abfahrt bzw. die Skiroute. Oder was das ist. Wir haben jetzt einfach mal hier den Windanker übersprungen. Naja. Wird wohl nicht so schlimm sein. Und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Phänomen Industrieschnee ein bisschen reden. Denken alle so, hä, was ist das Industrieschnee? Industrieschnee entsteht zum Beispiel, soll ich jetzt meine Stadt als Beispiel nehmen oder Stuttgart? Ich weiß nicht. So, nämlich, sie entsteht, nee, es entsteht, der Industrieschnee ist S. Nee, eigentlich eher. Wenn, zum Beispiel Kraftwerke Wasserdampf, also Kamine zum Beispiel in einem Gaskraftwerk oder einem Atomkraftwerk, wenn man diese riesigen Kühltürme und da oben kommt der Wasserdampf raus. Wenn es jetzt kalt ist und eine sehr, sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, wie es zum Beispiel vor ein paar Wochen war, da war ich nämlich krank und in der Stadt hat es Schnee gehabt, aber bei uns oben, ich wohne ein bisschen außerhalb von unserer Stadt, gar nichts. Habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, wie krank war ich, dass ich es nicht mitgekriegt habe, dass es geschneit hat. Bis dann mein Kumpel gesagt hat, ja, das ist Industrieschnee, weil wir haben zwei große Firmen bei uns in der Stadt. Und die einen unter anderem, das ist so ein Pharmaunternehmen, das hat dann, wo mein Vater arbeitet, die haben eine Energiezentrale, weil die halt viel Wasserdampf und so brauchen. Und auch, um Strom und so zu erzeugen, haben die halt ein Gas mit Gasturbinen. Und da ist halt dann gewesen, der war es halt echt kalt und sehr niedrige Luftfeuchtigkeit. Und dann kondensiert halt das Wasser in der Luft und gefriert halt sofort. Beziehungsweise wenn dann noch ein bisschen Staub in der Luft ist, dann bildet sich der Staub dann doch als Nukleator, also Nukleuskern, also als Kernelement. Darum ordnen sich dann diese kleinen Wasser-Eispartikel drumherum und voilà, wir haben unseren Schnee. Unseren Industrieschnee. Und ja, das denke ich, für dieses Phänomen verwirrt vermutlich auch ein paar Leute, mich inklusive, wir, weil ich das echt, also ich habe gewusst, dass es das gibt, aber bei uns in der Stadt, hä? Und ja. Es war dann schon eine etwas skurrilere Erfahrung. So. Ist auf jeden Fall lustig, was man dich alles erlebt. Und über Weihnachten soll es ja jetzt in Skigebieten auch viel schneien. Nesselwang schaut es ganz gut aus, aber die sind gerade so im Grenzbereich zwischen Schnee und Regen. Deshalb hoffe ich, dass es denen nicht allzu viel wegregnet. Weil die haben jetzt heute, ich sag mal am Aufnahmetag, ich habe 23. Das ist glaube ich der erste Betriebstag, auch mit Snowpark, der ist auch offen. Ich hoffe halt, dass es da nicht wegregnet, weil ich bin dann ja im neuen Jahr Nesselwang für ein paar Tage, 4 Tage, vielleicht werden es auch mehr. Weiß es noch nicht ganz. Und
Tja. Jetzt haben wir hier das schon mal. Sieht das nicht schön aus? Sind wir wieder ohne Hochfahren, ohne Winde und ohne Fräse nach unten. Das packt der Bulli gerade noch so. Also es war echt mal lustig. Waren das in Kronstein? Bin ich mit dem Biest echt nicht den Berg hochgekommen. Und dann habe ich mich oben mit der Winde eingehangen und dann ging es sogar einigermaßen. Also das war echt lustig. Das war echt lustig. Und natürlich wäre vielleicht mal lustig, wenn man sich mal so die ganzen Modding-Teams zusammenhockt und vielleicht mal Skripte schreiben könnte, die das Spiel um einiges realistischer machen können. Ich setze immer noch drauf, dass ein neuer SRS kommt. Also, das ist so meine Meinung, dass ein neuer kommt. Weil Giants auch nicht die Skripte offenlegen will. Aus vermutlich diesen Gründen. Ja. So. Fahren hier einmal noch hoch. Mal turnen. Direkt wieder hoch. Sonst würde ja auch Giants ja keine Skriptoffenlegung und so. Und ich hoffe, dass auch unsere neue Map vom MMT so. Ja, wie schaut es aus? Ich glaube, heute Nachmittag tun wir sie mal testen. So ein kleines Test-Spielabend-Ding. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber wann sie dann endgültig fertig ist, ich schätze mal so Mitte Februar, Ende Februar. Obwohl eigentlich nicht mehr viel fehlt. Es fehlen halt noch. Ein paar, nee, kein, doch halt ein paar Stationen fehlen. Noch zwei oder drei Fahrtbetriebsmittel und ja. Und was lustig ist, von der Web wird es definitiv eine V2 geben. Da bin ich mal echt gespannt, wie die SS-Community auf dieses kleine reagiert. Dieses kleine Ankündigung-Teaser, der da in der Map enthalten wird. Enthalten ist so. Ein deutsches wieder komplett am Ende.
jetzt hier nochmal schön runter und hoch. Einmal noch geschwind hoch. Haben wir das auch? Sind wir soweit mit Reparieren fertig und dann muss ich mal gucken, wie viele Folgen wir überhaupt schon haben, weil es könnte sein, dass das sogar schon die vorletzte Folge von dem Projekt sein wird. Je nachdem, was jetzt morgen, also am 24. passiert, wird es für ein paar Tage ein kleines Parallelprojekt geben zu der neuen und der alten Map. Eher irgendwie lustig. Geht's wieder runter. So, wie lange verbraucht? Oh, seht schon. So, drei Balken sind weg. Gegangen für die eine Piste. Ja. Die Folge würde noch 3 Minuten gehen, aber ich weiß nicht, was ich in den 3 Minuten machen sollte. Schöne Screenshots. Vielleicht werde ich das dann auch in der letzten Folge machen. So ganz am Schluss von dem. Jetzt so vermutlich ein bisschen rumfahren noch. So ein bisschen was erzählen, ein bisschen was reinschneiden noch. Mich von der ersten Folge her, als wir die erste aufgenommen haben, das war erstmal ein richtig lustiger Fail. Mit Maxi 2 und Johnny 48. Und. 200 Abonnenten Special, wollte ich euch nur sagen. Da kann nichts gehen, wenn ihr nicht auch noch ein paar lustige Momente reinschreibt, weil ich wusste nicht mehr, was hier. Also, Lugge hat zum Beispiel Gutes reingeschrieben, das wäre mir gar nicht mehr eingefallen. Letzte Folge Corner, aber als es geschrieben hat, konnte ich mich sogar noch dran erinnern. Deshalb für jetzt die Zuschauer, die schon länger zuschauen, würde es mich freuen, wenn ihr noch ein paar lustige Momente raussuchen könntet, weil sonst wird es nichts mit einem 200 Abonnenten Special. So, tun wir noch schön danken. Schön um die Ecke fahren. Dann. So, alles ausknipsen. So. Eine schöne Screenshot machen. Doofe Stange ist jetzt hier voll im Bild drin, ne? Ja, was soll's. Gut, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir den Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und